Der Außenbereich ist geklärt. Kannst aktualisieren mit dem Kopf durch die Wand. Okay. Was hättet ihr Schalter gemacht? Gar nichts. Oder wäre eine Falle gewesen? Ist das nicht schon wieder das Hahn? Sieht so aus. Mist, ich kann sie nicht angreifen, solange diese Hahn Quest nicht getriggert ist. Halte den Drachentöter auf! Töte diese Bestie! Ah, okay, sie verzischt sich. Mein Mana wird knapp. Noch nein. Blöde Beschwörer. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Mhm. Ich krieg eine Macke. Warum muss es schon wieder ein enger Kampf sein? Moment, ich hatte doch noch ein bisschen Wein. Den trinken wir mal. Mana-Trinke habe ich auch noch einige. So. Das, was ich jetzt am meisten brauche, ist einfach Mana. So. Okay, jetzt ist es aufgefüllt. Halte den Drachentöter auf! Töte diese Bestie! Die Katze nervt überhaupt nicht. Dieses Gift bringt mich um. Ja, dass die auch unbedingt noch eine Katze hinkriegen muss mitten im Kampf, dass sie sich verzischt. Das nervt überhaupt nicht. Nein, nein, gar nicht. So überhaupt gar nicht. Was mache ich jetzt bloß gegen die? Kann ich das Tor schließen? Ja, kann ich. Tatsächlich. Ob das die aufhalten würde? Ich muss es ausprobieren. Halte den Drachentöter auf! Töte diese Bestie! So. Auf jeden Fall schon mal die Cutscene dadurch getriggert. So. Ich guck mal, ob ich jetzt einen neuen Speicherstand noch machen kann nebenbei. Ne, es hört sich nicht auf. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Okay. Ah, Damage! Ausgerechnet dieser Schütze hat noch gelebt. Okay. Kann es sein, dass sie jetzt nicht mehr aggro sind?
weil die Akku nicht vom Speichern gesaved wird. Das wäre cool. Oh ja. Wieso hast du geschossen? Ich mag's nicht, wenn du schießt. Es gehört sich nicht für Krieger zu schießen. Das hat mir zwar nicht wirklich geholfen haben jetzt so. Ich hab die bloß vorübergehend besiegt. Sobald der Nekromant wieder auf mich aggro wird, ist es geschehen um dieses... Ja, jetzt ist er auf mich aggro. Hoffentlich ist er der Einzige. Und... der Nekromant ist tot. Sehr schön. So kann man sie doch vernünftig besiegen. Ich hab sie getriggert, oder? Ne, ich hab sie nicht getriggert. Sie haben mich beide nicht gesehen. Könntet ihr mal auseinander gehen? Der hat mich jetzt gesehen. Okay. Das ist nur ein Krieger, schade. Ich dachte, das wäre der Schütze. Gut. Aber immerhin ist er weg. So. Abscheulichkeit. Das müsste jetzt der Schütze gewesen sein. Ne, es ist auch noch ein Krieger. Hm. Naja gut, bin ich wenigstens den auch los. Aua. Lass ich mich immer so dumm treffen, weil ich ein bisschen Leck hab, wenn ich schieße, weil der natürlich der Charakter sich nicht weiter bewegt in der Zeit. Deswegen muss man das vorausberechnen. Eine Kreatur. Auf Wiedersehen. Soll jetzt nie wieder beschworen werden. Ist noch ein Schütze gewesen. Das ist zu schwer. Und da ist er auch schon. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. So. Schützen. Siehst du, was du davon hast? Und tschüss. So, habe ich jetzt irgendwas, was ich wegschmeißen konnte? Ja, Ginseng. Ich weiß gerade nicht, wie wertvoll diese Formeln sind. Wahrscheinlich ist alles, was ich hier sammle, jetzt gerade unglaublich nicht wertvoll. Okay. Das konnte ich noch tragen. Quarz kann ich nicht tragen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Gold. Ist noch eine Kiste.
Irgendwie wirkt es gerade so, als wären die Musiken mit zwei verschiedenen vermischt. Hübsch. Oh ja, das ist der Weg, den Susanne zuge... trümmert hat. Die Tür geht nicht auf. Doch, geht sie. So, ist hier irgendwas drinne? Außer einer Kerze? Sieht nicht so aus. Und hier? Ich lade mal kurz. Ach gut. Es ist nämlich hier die Musik nicht doppelt vorhanden. Das ist ein bisschen angenehmer. So. Die Tür geht nicht auf. Da ist aber ein Schlüssel da drin, ne? Die Tür geht auf. Wohnstein. So. Kartoffeln. Das ist zu schwer. Ist gut, ich bin überladen. Hübsch. Mann. So. Hey ihr, ich flehe euch an. Lasst mich bitte aus dieser Zelle. Die Tür dieser einen Zelle ist beschädigt, aber ich habe jemanden darin gesehen. Vielleicht noch ein geheimer Schalter. Kein Problem, wie kann ich euch befreien? Gesegnet seid ihr. Ihr müsst einfach nur an diesem Eisenring ziehen, dann öffnet sich die Tür. Okay. Ich bin frei. Gepriesen sei Lycan. Ich meine, dem Göttlichen sei Dank. Wie wäre es mit einer Belohnung? Natürlich. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Gegenüber auf der linken Seite befindet sich eine besondere Zelle. Sie benutzen sie als Geheimlagerraum. Ich weiß nicht wie, aber es muss einen Weg geben, hinter die Rückwand zu gelangen. Hab Dank, das sind nützliche Informationen. Kein Problem. Und jetzt verschwinde ich. Mein Rucksack ist schon voll. Essen liegen lassen ist halt eigentlich nicht meine Prämisse eigentlich. Oh, überall diese Formeln. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dass ich praktisch irgendwie aha, hinter die Rückwand, ja, genau. Hier ist ein Schalter. So. Was die zerstörte Zelle angeht. Laut Karte muss man hier auch noch durchkommen. Er hat ja gesagt, vielleicht noch ein geheimer Schalter. Was war das gerade? Ich habe irgendwas gesehen. Jedenfalls in meinem oder etwas gesehen hätte. Naja, vielleicht kann man auch von drinnen den Schalter aktivieren. In der Mitte. So. Hier eventuell irgendwo.
Ne, sieht nicht so aus. Ich riech schon raus. Keine Sorge. Irgendwo muss es ja was Geheimes geben. Ach ja. Ich habe völlig vergessen, dass ja auch Gegner schon sein können. Hallo Skelette. Mit Skeletten kämpfe ich wenigstens gerne, die sind harmlos. Die wissen halt, wie es sich gehört zu kämpfen. Ja, ich wollte euch nicht so harmlos besiegen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ihr mir folgt. Bleib hier. Ja, großartig. Auf Wiedersehen. Totengriffe sind nicht benutzbar, oder? Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Sprengstoff. Weiterzukommen. Hübsch. Kiste fürs... Es geht nicht mit Schlösser knacken, okay. Ach, dann ist das für den mit der Wand praktisch zu öffnen. Tja, dann muss ich nur noch für das nämlich in die Zelle reinkommen. Es muss ja einen Trick dabei geben. So wie es immer irgendeinen Trick gibt. Ja. Ach, ich bin ja blind. Oder war der Feuer nicht da? Jedenfalls ist er jetzt zu sehen gewesen. Gut. Und das bringt mich zu diesem Schlüssel. Und dieser Schlüssel bringt mich wiederum in die Kiste dann rein. Wo ich wieder nur eine dumme Formel finde. Ach man, das nervt mich schon ein bisschen. So. Gut. Sprengstoff benutzen. Und jetzt rennen. Ja, deswegen wollte ich doch schon... Okay. Wow, so einen Bogen geben die mir jetzt. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Nicht den Weg freizusprengen wäre der unwahrscheinlichste aller Pläne gewesen. Ja, ich habe 101 von 100. Ich bin so überladen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich endlich diesen Turm habe. Dann kriege ich, glaube ich, eine Kiste, bei der ich alles ablagern kann, wenn ich mich recht entsinne. Auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen eventuell ein Mini-Spoiler ist oder so. Moment, kann man das hier auch aufspringen?
Ja, ist ja klar. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätte er das gemacht. Tatsächlich. Ich konnte den Gang damit öffnen. Und was gibt es hier? Ich hoffe nicht komplett sinnlos. Leiche eines Drachentöters. Golderzader. Oh, ein Schlüssel. Und noch eine Golderzader. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Auf jeden Fall ein Schlüssel. Und dieser Schlüssel wird mir bestimmt noch nützlich sein.